Hallo, hier ist der Ralf von Jütteland. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man eine Petromax startet. Vielleicht kurz zu den einzelnen Bestandteilen. Erstmal die Petromax als solche mit ihrem Glühstrumpf innen drin. Wichtig zum Starten sind der Druckmesser, die Pumpe, der Starterhebel hier und das Einstellrad für die Begasung des Glühstrumpfs. Ganz wichtig für den Anfang, die Spitze des Einstellrades muss nach oben zeigen. Dann ist die Zufuhr vom Petroleum zum Glühstrumpf in den Generator rein, ist dann unterbrochen. Also die Nase nach oben, ganz wichtig. Dann, wenn kein Druck auf der Lampe ist und kein Sprit drin, dann muss ich erstmal tanken. Sinnvollerweise nutze ich Alkan, das ist ein gereinigtes Petroleum mit Kindersicherung und damit brennt die Lampe relativ sauber, das heißt ich muss wenig Wartung letztendlich betreiben. So, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig soll es drin sein. Je leerer der Tank ist, umso länger braucht es, bis ich den notwendigen Druck aufbauen kann. Und umso länger muss ich pumpen, umso öfter muss ich auch nachpumpen. Das heißt, ein gut gefüllter Tank spart schon mal die halbe Pumparbeit. Zu sollte auch sein dieses Druckablassventil. Da kann ich nachher, wenn ich die Lampe außer Betrieb nehme, kann ich entsprechend hier abschrauben. Und dann geht es darum, hier auf der Druckanzeige erstmal 1,5 Bar zu erzeugen. Machen wir hiermit mit der Pumpe. So, dann haben wir die 1,5 Bar haben wir erzeugt. Brauchen wir ein Feuerzeug und starte hier. Na. Starte hier den Brenner für mindestens 90 Sekunden. Und da müssen wir jetzt dann an zu nachpumpen, weil der Druck schnell nachlässt sonst. Dieses Vorbrennen hat die Aufgabe, den Generator in der Lampe zu erhitzen, sodass, wenn nachher dann Petroleum durch diesen Generator strömt, er vergast wird. Also es wird dann entstehen Petroleumdampf. Und dieses letztendlich bringt dann den Glühstrumpf zum Glühen. So, was ich jetzt gemacht habe, war, nachdem ich vom Kühler her sage, der Generator ist heiß genug, mache ich die Düse hier zu und drehe sofort dieses Einstellrad mit der Spitze nach unten dann. Und in dem Moment fängt die Lampe dann an auch zu leuchten, indem dieses Gas durch diesen Glühstrumpf entsprechend verbrennt. Und schon ist die Petroleumlampe an. So, und wenn die Lampe dann brennt, dann bringe ich die Druckanzeige auf einen Betriebsdruck von ungefähr 2,5 Bar. Ihr merkt aber auch, die Lampe wird deutlich heller. Und so kann ich sie jetzt dann auch eine ganze Weile brennen lassen. Wenn ich merke, der Druck lässt nach, das ist vor allen Dingen, sieht man es an der Helligkeit von der Lampe, wenn der Druck nachlässt, dann muss ich entsprechend nachpumpen. Auch wieder auf die 2,5 Bar. Und wenn ich die Lampe ausmachen möchte, dann kann ich hier über dieses Einstellrad natürlich die Lampe wieder schließen. Sollte dann aber auch den Druck aus der Lampe ablassen. Und so wäre es ja auch wieder transportabel, dann, um sie einfach weiter an einen anderen Ort zu betreiben oder um sie wegzupacken entsprechend. Ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bekommt eure Petromax künftig genauso schnell, sicher und einfach an.
Wer mehr über die Petromax erfahren möchte, erfährt es bei uns auf jottenland.de auf unserer Homepage. Und wer gern mehr von unseren Videos sehen würde, abonniert jetzt einfach unseren Kanal. Wir freuen uns fürs Zusehen und ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.